Willkommen zu Softbug 2. Wir haben jetzt ein Abzeichen bekommen und ein Selfie mit dem Detective. Oder besser gesagt Sergeant. So wie es vorhin dargestanden ist im letzten Part. Flott, ich muss echt zugeben, ich bin fast ein bisschen beeindruckt. Komm zum Kuhn-Versteck. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Kuhnende. Dort ist sogar stehen geblieben. Ab zum Kuhnversteck. Wir Mädchen können alles machen, was wir wollen. Und im Moment wollen wir eine schicke Schneebitch. Einfach mal durchlaufen. So, sind wir gleich da. Da ist es. Hol, scramble, schnell. Nein, nein, nein. Wir können den Super-Craig-Film nicht vor der Human-Kite-Netflix-Serie machen, Leute. Das ist Quatsch. Naja, wir könnten Super-Craig im zweiten Coon-and-Friends-Film einführen. Das wäre ja voll die DC-Nummer. Das geht nicht. Ah, Arschlord, setz dich. Sorry, könnte ich kurz mit Arschlord reden? Klar doch. Los, komm, Blitzfreak. Ich folge dir, Mosquito. Arschlord, ich wollte dir sagen, dass wir entschieden haben, dass du deine eigene Netflix-Serie kriegst, gleich nach der Blitzfreak-Fox-Miniserie und dem dritten Coon-and-Friends-Film. Glückwunsch! Okay, dann ab mit dir und kümmere dich um deine Mission. Wollte dir nur die Neuigkeit mitteilen. Was willst du, Neuer? Ich hab dir schon zwei Klassen gegeben. Mehr gibt's nicht. Oh nein. Nein, nein, du bekommst keine dritte Klasse. Neuer? Neuer, nicht mit diesem Dackelblick. Niemand bekommt drei Klassen. Du glaubst, nur weil du mit ansehen musstest, wie dein Dad deine Mom fickt, hast du einen Mitleidsbonus? Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, rein hypothetisch. Was für eine Klasse würdest du denn noch haben? Okay, die zwei gibt es. Assassine. Gadgetmeister. Der Gadgetmeister besitzt eine riesige Sammlung explosiver Spielzeuge aus dem Sky Mall Katalog, mit denen er Freunde beeindruckt und Gegner zur Verzweiflung bringt. Assassine. Der Assassine ist spezialisiert auf Angriffe, bei denen das Blut nicht so spritzt. Wenn es dann ans Saubermachen geht, verschmilzt er mit dem Schatten. Was für ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ich könnte natürlich auch einen von denen nehmen. Gadgetmeister. Aber ich nehme den Gadgetmeister. Ein Gadgetmeister wie Iron Man, nur nicht so cool. Okay, aber dann müssen wir deine Hintergrundstory ändern. Die ist echt dämlich. Springen wir nochmal in die Vergangenheit, als du noch ein Kind warst. Du konntest nicht schlafen, aber es lag an den seltsamen Lichtern am Himmel. Du gingst zum Spiegel. Dort sahst du ein Kind, das vielleicht nicht von dieser Welt war. Und dann hörtest du fremdartige Geräusche auf dem Flur. Du gingst hinaus und sahst zwei Einbrecher und ein Alien. Du musstest sie mit Hilfe deiner neuen Kräfte aufhalten. Als Gadgetmeister musstest du ihnen mit jedem Werkzeug entgegenkommen, das du hattest. Zuerst hast du das Schlachtfeld mit deinem Präzisionsgeschützturm modifiziert. Hey, wir sind nicht zum Spaß hier! In seiner Not musste der Eindringling dein Gadget aus dem Verkehr ziehen. Aber du hattest noch mehr Gadgets auf Lager.
Achso, ich muss ein Gadget setzen. Ein Roboter nach deinem Abbild geschaffen. Die näher kommenden Einbrecher ahnten nicht, welche Kraft sich hinter deinem Lächeln verbirgt. Die Schurken waren noch baff, da zücktest du deine nächste schockierende Erfindung. Der Gigavolt-Globus. Die Eindringlinge wollten zurückschlagen. Aber dein plötzliches Gerät dachte gar nicht als aufhören. Der letzte Eindringling rückte vor. Ohne deine Gadgets musstest du einen kritischen Treffer einstecken. Ja! Schwer verletzt musstest du zu deiner letzten und mächtigsten Erfindung greifen. Dem fliegenden Vernichter. Kinder und eure verdammten Spielzeuge. Das Alien nahm dich bei der Hand und führte dich in einen dunklen Raum. Und da sahst du, dass dein Dad deine Mom gefickt hatte. Boah, das ist ziemlich tragisch. Tut mir leid. Wollten dir die Aliens mit diesem Anblick helfen oder wollten sie dich provozieren? Man weiß es nicht. Okay, ab mit dir, Arschloch. Du hast noch eine Menge zu tun. Okay, somit haben wir eine dritte Klasse erhalten. Das heißt, ich kann die Kräfte neu zuordnen. Wie sieht das denn aus? 53 Schaden, Feuer und Möglichkeit, das ist nur Schaden. Mal kurz lassen. Ich glaube, das werde ich gegen den hier austauschen. 53 und zurück. 40 und geschockt. Die Reichweite ist ähnlich. Ja, ich nehme den hier. So, jetzt habe ich von allen drei Klassen mindestens eine Fähigkeit. Und ich denke, ich kann meine DNA darauf jetzt abstimmen. Die wird sich anbieten. Die wird sich anbieten. Minus 15% Gesundheit, minus 30%. Ich nehme die hier. Übermenschliche Treffgenauigkeit. Einmal kurz im Store nachschauen. Im Kuhn-Store. Herzlichen Glückwunsch! Der Kuhn-Store dankt für deinen Einkauf. Einmal kurz die ganzen Kostüme kaufen. Und dann. Ein Rezept. Ja, lassen wir mal. Einer der Freedom Pals will was von uns. Der Spielplatz ist rechts. Achso. Ja, rechts, aber ober mir. Heißt, ich benutze einfach mal die Schnellreise, denn der Weg dorthin ist von hier aus gesperrt, glaube ich. Ich bin der schnellste in der Stadt. Genau, hier nach hinten ist gesperrt. Deswegen
freut ich mich hier. Läuft gut, Wunderarsch. Wir sehen uns. Jetzt kann ich nämlich einfach nach links laufen. Oh, ich schnapp mir jetzt ein paar Viertklässler. Widerlich. Oh. Gerechtigkeit von oben. Zeig ihnen, was du drauf hast. Wow, in 10 Jahren bist du reif für dein Spin-off. Cool, cool. Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Ich mach dich platt. Mikroaggression. Schlag ihn. Au! Ha. Lass dich da von deinem Freund massieren. Wen soll ich quälen? Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen... Nein, du gehst zurück. Boot. Verkackt. Dann mal los. Okay. Zuckerschock. So bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Voll machen. Was? Sechstklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Piu, piu. Kleiner Rückschlag. Ich bin wieder da. Oh Mann, nicht schon wieder. Hatschatschatscha. Ihr suboptimal. Gut, dass ich für euch kämpfe und nicht wegen irgendeiner fiesen Wendung gegen euch. Ja, zum Glück. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Okay, hätte ich nicht dran sein sollen. Das könnte brennen. Ja, gute Nacht. Vierklässler-Versohlen, geile Sache. Ohne zu zucken, Respekt. Hüttendiabetes ist kampfbereit. Ja! Liebe im Namen der Gerechtigkeit. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Hey, kleiner Superheld. Ich weiß, du rettest da draußen Kätzchen. Wenn du auf eins von meinen stößt... Die tragen rosa Halstücher. Kannst du es mir bringen? Ich kann sie nirgends finden. Diese fiesen Sechstklässler jagen meine Miezis. Wenn du eins meiner pelzigen Babys siehst, sag mir Bescheid, Schnucki, ja? Natürlich. Perls will sich echt mit uns treffen? In der SMS stand es, wer dringend. Aber warum sollten die Freedom Perls mit uns reden wollen? Vielleicht ist das ja auch eine Falle. Ganz ruhig, Kuhn-Freunde. Ich bin nicht zum Kämpfen hier. Hallo, Toolshed. Lange nicht gesehen. Toolshed ist ein visionärer Gadgetmeister. Und ein verfickter Verräter. Hört mal her. Wunderarsch hat gestern Abend geholfen, meinem Dad den Schlüssel wegzunehmen. Wunderarsch, ich weiß nicht, warum du meinen Dad gerettet hast, aber ich schuld dir was. Das wollte ich dir nur sagen. Du gehörst zwar zum falschen Franchise, aber wenn du dir Hilfe brauchst, revanchiere ich mich. Oh, du denkst, Wunderarsch interessiert sich für dich? Du bist bei einem Loser-Pleitegeier-Franchise mit einem Wichser im Rollstuhl als Chef. Wenigstens ist da kein fetter Handy-Dieb. Nicht der schon wieder. Timmy! Ist es euch nicht peinlich, dass ihr nur Spuren findet, wenn ihr sie klaut? Wo ist Dr. Timmys Telefon?
Sorry, Freedom Pussies, aber diese Info ist geheim. Hört auf, gegen die Handelskammer zu ermitteln. Überlasst es den professionellen Superhelden. Ja klar, ihr seid die professionellen Superhelden. Nur leider haben wir schon einen guten Draht zu Netflix, Miss Tyrion. Nein, habt ihr nicht. Doch, haben wir. Wir sind gerade im Begriff, die Jugendcard-Netflix-Serie zu starten, also... Jimmy, nein, nein, lass das. Nicht. Hör auf damit, Timmy. Er will mir den Namen aus dem Hirn ficken. Ah. Ah. Sie haben keinen Draht zu Netflix. Die Freedom Pals haben mein Hirn vergewaltigt. Kauft euch diese Pädophilen. Kuhn and Friends sammeln. Freedom Pals antreten. Civil War 2 hat begonnen. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Hier ist niemand. Ich kann leider die Kamera nicht nach rechts schwenken. Hättest du gerne einen Schraubenzieher, Sandwich Kuhn? Du bist ein Werkzeug im Kampf für die Freiheit. Zucker Schock! Ja, zeig's ihnen so richtig! Werde ich, Mitstreiter! Okay, ganz ruhig. Okay, du bleibst in der zweiten Reihe und gibst hier mal ein Schild drauf. Dankeschön. Timmy! Noch mehr Gegner. Ja! Gegen Dr. Timothy zu kämpfen ist ein gewaltiger Fehler. Mikroaggression! Schlag ihn! Wie immer, Miss Tyrion. Timmy! Nein, 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 nein. So eine geile Scheiße will ich öfter sehen. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Ja. Hier kommt der Kohl. Ah! Ich verpetz dich! Du schaffst das! Wunder aus, haut alles raus! Mein Werkzeug ist bereit! Der hält die auch noch. Ja, bitte, fürchtet nichts! Oh yeah! Ja. Ja, kämpf um dein Leben! Ich bin drin! Okay! Wir müssen mal den Professor. Meister, hat der Schuss, Humankind! Naja, ich ziel ja nur mit meinen Augen. So gesehen solltest du eigentlich nie daneben treffen. Schaut alle her! Ich mach gleich was! Schaut alle her! Menno, lasst mich alle mal kurz in Ruhe! Ah, du blöder Pupsfutz! Timmy, Timmy! Machen ganz schön Schaden. Ihr habt keine Chance. Gebt auf, bevor es peinlich wird. Eine durchaus angemessene Gewalteinwirkung. Tupperdose hält alles frisch. Du steckst voller Überraschung, Tupperdose. Vielleicht auch voller Essensreste. Nein. Gut. Wird wieder mit der Ulti gemacht. Das spür ich morgen noch. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Anleitung.
Oh, ich bin dran. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja. Diabetes fordert wieder ein Opfer. Fühlt den Zorn von Humankind! Ja, es kommen ein Haufen von ihnen jetzt dran. Deswegen machen wir jetzt mal den weg. Noch ein Gegner am Boden. Das ist noch vertretbar, oder? Angriffsplan, Delta Gamma Willi Pup. Ja! Bah! Schau, wie mutig ich bin. Ich bin richtig stark. Ich zeig's dir. Au! Du warst böse. Deshalb hab ich dir den Hintern versohlt. Hier kommt Mysterium. Streng dich mal an, Alter. Sehr gut. Angriffsmanöver eingeleitet. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Ja! Verblutet, welch ein Abgang. Hau sie weg, Neuer! Und das passiert, wenn man sich mit dritten Diabetes anlegt. Neue DNA. Oh ja, jetzt haben wir euch zweimal in den Arsch getreten. Ihr seid nichts ohne Wunderarsch und das wisst ihr auch. Wunderarsch, mein Angebot steht. Ich schuld dir noch was. Und wenn du meinem echten Franchise beitreten willst, ruf mich an. Ja klar, ihr Luschen seid DC, wir sind Marvel. Ihr Arschlöcher kriegt doch nur Zack Snyder als Regisseur. Hey, das war echt gute PC-Polizeiarbeit. So nützt man Mikroaggressionen für sich. Komm wieder in den Brewpub. Wir reden dann über deine ethnischen Hintergründe. Okay. Das werden wir jedoch erst im nächsten Part machen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.